Darf ich Ihnen ganz kurz vorstellen, wen wir hier auf dem Podium haben zu dem Thema kommunale Wärmewende. Wie gelingt sie? Einmal mein Kollege war Marc Helfrich. Wir haben 8 Jahre im Bundestag zusammengearbeitet. Du bist immer noch da, energiepolitischer Sprecher der Fraktion. Und kommst aber auch beruflich aus dem Bereich Energiewirtschaft. Denn du hast vorher gearbeitet bei Netzbetreibern, zuletzt beim Schleswig-Holstein-Netz. Kennst dich also aus mit dieser Thematik und mit dem ganzen Thema sowieso. Und dann gehe ich mal gleich zum nächsten, das ist Stefan Moser, der den weitesten Weg hat aus Brüssel. Du bist ja nur aus Dithmarschen gekommen, Marc, aus Brüssel. Stefan Moser ist der zuständige Ratsleiter in der Generaldirektion Energie für das Thema Gebäude und Produkte. Heute hier für Gebäude. Ne? Ja. Andreas Veit habe ich gerade schon genannt, CEO oder Vorstandsvorsitzender auf gut Deutsch der Rheinenergie, der Stadtwerkbetreiber für Köln, wenn auch nicht das Stadtwerk, sondern für die ganze Region zuständig und nach den großen wie E.ON und Co. Der größte kommunal, überwiegend im kommunalen Besitz befindliche Versorger für Strom, Wasser, Wärme und alles, was da dran hängt. Und daneben Dr. Hagen Lessing, der ist der Chef von ISTA. Alle Mieter dürften ISTA kennen oder fast alle Mieter dürften ISTA kennen. ISTA ist bekannt als diejenige Firma, die misst, wie viel Wärme wir verbraucht haben. Aber er sitzt nicht deswegen hier, weil er uns das sagen soll, sondern er sitzt da hier, weil ISTA ein riesengroßer Datensammelpool ist und der uns einiges dazu sagen kann, was sinnvollerweise passiert, wenn wir über Wärmewende reden. So, und dieses Thema Wärmewende, das hat es in der Tat in sich. Bisher haben wir in der Situation gelebt, dass alle möglichen Menschen immer mit dem Thema Klimawandel zu tun hatten und gesagt haben, ja, es ist wichtig, dass wir was gegen Klimawandel tun. Und alle waren der Meinung, das muss auch passieren und davon haben die Grünen auch gut gelebt zum Teil. Und dann gab es 2 Ereignisse, die haben das Spiel gewendet, Game Changer gewesen. Das eine war natürlich der Ukraine-Krieg, der uns plötzlich klar gemacht hat, dass Energie nicht umsonst zu haben ist, auch nicht billig zu haben ist, sondern sehr teuer, weil sehr selten und wichtig ist. Und das Zweite, und das war wahrscheinlich noch schlimmer, da ist Herrn Habeck eingefallen, quasi über Nacht uns vorschreiben zu wollen, welche Heizung wir in unseren Häusern betreiben müssen. Das muss ich Ihnen ein bisschen in Schutz nehmen, denn das haben wir in der letzten Wahlperiode selber auch gemacht. Allerdings nicht über Nacht und mit langen Vorlauffristen, denn eins ist klar, fossile Heizungen sind irgendwann auch mal am Ende. Die Idee ist richtig, aber wie man es macht, so schreckt man die Leute ab. Und ich würde mal sagen, das ist der Punkt, wo die persönliche Betroffenheit und der persönliche Geldbeutel plötzlich für viele Menschen erkennbar wurde und die gesagt haben, oh, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber es ist natürlich ein Punkt, der ganze Gebäudebereich verbraucht so zwischen 35% und 40% unseres Energiebedarfs in Deutschland insgesamt. Und ohne eine Energiewende in diesem Bereich, die Stromwende haben wir ganz gut im Griff, noch nicht sehr gut, aber wir haben ja heute gehört, wo wir ungefähr stehen. Bei der Wärmewende haben wir noch ganz viel vor uns. Und deswegen soll das heute unser Thema sein. Und Sie sind alle direkt davon betroffen, auf irgendeine Weise. Also aufpassen, mitnehmen und in den Kommunen selbst mitdiskutieren. Ich fange mal an, Marc. Die kommunale Wärmewende wird vom Bund auch gesetzlich begleitet. Kannst du uns sagen, worauf müssen wir in den Kommunen uns gefasst machen? Was müssen wir da machen? Und dann kommen wir nachher dazu, was können wir machen? Naja, in den Kommunen begleitet ist eine nette Formulierung. Also es ist jetzt gesetzlich verpflichtend im Rahmen des Wärmeplanungsgesetzes festgelegt, dass die großen Kommunen bis 2026, das sind also Kommunen größer 100.000 Einwohner und die darunter liegenden, von der Einwohnerzahl darunter liegenden Gemeinden bis 2028 eben eine kommunale Wärmeplanung durchführen müssen. Und dann gibt es Erleichterungen für Gemeinden unter 10.000 Einwohnern. Die können dann auch in einem vereinfachten Verfahren oder auch mit mehreren Gemeinden zusammen, was ich im Übrigen für sehr sinnvoll halte, insbesondere bei kleinteiligen Gemeindestrukturen, dass man dann flächiger schaut, müssen eine entsprechende Planung machen. Und das ist, wie bitte?
Das ist eine sehr kleinteilige Aufgabe, die wird in einigen Gemeinden sehr problemlos laufen, weil man feststellt, es gibt Potenziale im Bereich industrielle Abwärme. Ich habe Biogasanlagen, ich habe vielleicht auch Potenzial im Bereich Geothermie oder keine Großwärmepumpe in einen Hafen oder in ein Flussbecken setzen. Also verschiedene, ganz unterschiedliche Voraussetzungen, und es ist die Voraussetzung dafür, dass wir eigentlich wissen, wo wir zielgerichtet was im Wärmesektor machen und wo die Investitionen hingehen müssen. Und dann kommt die ganz, ganz große Strecke, nämlich die Frage der Umsetzung. Ja, das ist das, was uns der Bund vorgibt. Und Herr Moser, die EU spielt da auch mit. In diesem Quartal erwarten wir einen Beschluss. Die Rahmenbedingungen stehen ungefähr fest. Was wird uns die EU dazu sagen? Was müssen wir? Und welche Spielräume bleiben dann für uns noch übrig? Also die, vielen Dank. Wenn Sie ein bisschen dichter ans Mikro gehen. Genau. Vielen Dank, Herr Möhring und Herr Helfrich. In der Tat, aus Brüssel, würde ich mal sagen, kommt das Gesamtrahmenwerk, die Zielsetzung, Klimaneutralität bis 2050 auf europäischer Ebene nur, aber eben auch dann Zwischenziele 2030, natürlich die Pfade sozusagen, dass es glaubwürdig ist, dass wir alle gemeinsam auf dem Weg sind, dass keiner zurückfällt, keiner der Mitgliedstaaten. Aber sehr viel Freiraum für die Mitgliedstaaten zu gestalten, wie der Pfad denn aussehen soll. Und dann Verbesserung des gesamten Rahmens, Datenqualität, aber auch der verschiedenen Instrumente, aber auch die Zielsetzung eben, die Transformation des Gebäudesektors machbar zu machen für Bürgerinnen und Bürger und auch die vulnerablen Bevölkerungsgruppen zu unterstützen durch entsprechende Maßnahmen, Informationen, aber vor allem auch finanzielle Unterstützung, sowohl auf EU-Ebene, aber dann auf nationaler Ebene entsprechend auch umgesetzt wird. Die Mitgliedstaaten selbst müssen die Richtlinie umsetzen. In Deutschland ist es das Gebäudeenergiegesetz, also letztlich die Gebäudeenergie-Richtlinie auf europäischer Ebene. Um sozusagen diesen Rahmen zu setzen, treibende Kräfte werden die Kommunen sein, die brauchen aber die Unterstützung. Die Kommunen werden sind am Rand der Überforderung heute schon in vielen Bereichen. Sie müssen hier auch weitere Unterstützung erfahren, Kapazitäten aufbauen können, vielleicht sogar Serviceangebote auf höherer Ebene auch wahrnehmen können für die Beratung der Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Analyse, die Herr Helfrich gerade auch schon dargelegt hat, was sind die Potenziale, die Kapazitäten, welche Standortvorteile haben wir, Geothermie, Zugang zu bestimmten Energiequellen, um das eben möglichst kostengünstig und effizient zu nutzen. Aber es geht eben nicht nur, es geht auch, aber eben nicht nur um die Energiequellen, sondern auch gerade um den Energiebedarf, dass man den runterfährt, dass man sozusagen eine Optimierung vornimmt, wie viel Bedarf und welche Quellen sind optimal aufeinander abzustimmen, um eben den Gesamtnutzen, die Gesamtkosten möglichst optimal zu gestalten. Und hier spielt dann, ist das Gebäudesystem als würde ich mal sagen, Gesamtsystem zu sehen im Zusammenspiel mit dem gerade breiteren Energiesystem. Das Gebäude mit der Hülle, Fassade, Fenster, Dach, aber eben auch dann die Heizung, aber gerade auch dann der Zugang und auch Bereitstellung von erneuerbaren Energien wie Dachsolaranlagen, andere erneuerbare Quellen, Geothermie, Quartiersansätze, wie man es am besten reinbringt. Also ein breiter Ansatz, strategische Analyse und auch strategische Vorgehensweise, möglichst auch im Aggregat. Quartierslösungen sind sehr wichtig. Aber das liegt an den Mitgliedstaaten, es auszugestalten. Wir von Brüssel aus werden das natürlich begleiten, indem wir möglichst auch gute Praktiken identifizieren zwischen den Mitgliedstaaten, Mitgliedstaaten zusammenbringen, teilweise auch versuchen, das Wissen eben zu generieren durch Studien und so weiter. Und natürlich dann gucken, dass die Mitgliedstaaten auf dem Zielpfad bleiben bis 2050. Und letztlich ist es eine Form von andauernder Dialog, der bereits jetzt stattfindet, aber in Zukunft noch stärker ausgestaltet werden wird. Aber praktisch heißt das trotzdem, dass die EU uns eine Vorschrift macht, bis wann wir wie viel Gebäude in welchen Zustand gebracht haben müssen. Und der andere Punkt, Sie haben eben gesagt, Finanzen, Förderung, dann gehen immer die Ohren auf. Wird die Union, also die EU-Kommission mit eigenen Mitteln in die Förderung in den Nationalstaaten reingehen?
Die EU stellt Fördermittel zur Verfügung, die die Mitgliedstaaten dann entsprechend benutzen können und kombinieren können mit eigenen Quellen, mit eigenen Finanzierungsmöglichkeiten, dann aber auch gerade das Zusammenbringen mit dem Privatsektor, mit privaten Finanzierungsquellen, wo man teilweise eben dann die Rahmenbedingungen setzen muss, wie Risikoübernahme, Teilförderung, möglichst zielgerichtet auch fördern und eben nicht mehr als nötig, um eben genug Geld zu haben für die, die es wirklich nötig haben. Ansonsten haben die Mitgliedstaaten sehr großen Gestaltungsspielraum hinsichtlich welcher Gebäude und wie genau saniert wird, wie auch dann letztlich das Optimum zwischen Energiebedarf und Energiequellen aussehen wird. Da gibt es die Methodik der Kostenoptimalität auch. Das sind letztlich die Zielsetzung ist, eine Optimierung vorzunehmen. Wir haben vorher gerade im vorigen Panel gesehen, wie schwierig es sein kann, eben auch die Transformation der Energiequellen, gerade beim Wasserstoff eben auch sicherzustellen. Deswegen im Gebäudesektor wird es wohl einen Trend zu mehr Elektrifizierung geben, wie vorher auch schon gesagt. Aber eben auch dann die Speichermöglichkeiten der Gebäude, Wärmespeicher, gerade, dass man das stärker noch ausbaut, das muss zusammengedacht werden mit den Verteilnetzen, dass die stark genug sind für die Elektrifizierung, auch im Zusammenspiel Elektromobilität. Letztlich erfordert die Stadtplanung, dass man Mobilität und Gebäude zusammendenkt, Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, wohin wollen wir, wie soll es aussehen, wie viel brauchen wir, und Schritt für Schritt sozusagen dorthin kommen. Das ist eine Generationenaufgabe, also auf EU-Ebene geben wir uns bis 2050, in Deutschland ist man ambitionierter, dass man sagen, über diese 2,5 Jahrzehnte sozusagen hier strukturiert, schrittweise vorgeht, um sich nicht zu überfordern, um Kapazitäten aufzubauen, um vor allem auch Planbarkeit in den nationalen Sanierungsplänen und Vorhersehbarkeit zu schaffen, damit die Industrie, die Unternehmen eben entsprechend auch investieren können und die Handwerksbetriebe gerade auch Kapazitäten aufbauen können. Wir haben in der Tat die Herausforderung der fehlenden Fachkräfte, aber auch letztlich der sich weiterentwickelnden Kenntnisse, dass die sozusagen entsprechend auch aufgebaut werden. Dafür braucht man Planungssicherheit und das wird dann durch diese letztlich durch diesen Dialog zwischen Kommunen und allen Beteiligten, aber auch auf nationaler Ebene dann sichergestellt werden durch die nationalen Sanierungspläne, die alle paar Jahre sozusagen abgedatet werden sollen. Alle Stichworte für Sie, Herr Feicht. Die kommunale Wärmeplanung ist zwar Aufgabe der Kommunen und damit der Verwaltung des Rates, aber arbeiten müssen Sie. Ne? Die operative Ebene ist der Versorger. Wenn Sie jetzt die ganzen Punkte hören, kriegen Sie dann nicht mal Angst, was da alles bei Ihnen vor der Nase steht in der Zukunft? Also in der Tat, das Bundesgesetz zur kommunalen Wärmeplanung liegt jetzt vor, das verpflichtet die Kommunen. Es muss noch auf Länderebene übersetzt werden, weil der Bund kann aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht die Kommunen direkt verpflichten, sondern es braucht noch eine Landesebene. Wir erwarten das Landesgesetz so im Sommer. Trotzdem fängt man bereits an zu arbeiten. Ne? Das heißt, in Köln haben wir das jetzt so gelöst, dass die Stadtverwaltung ein Projekt aufgesetzt hat, aber wir sind Teil dieses Projektes, weil wir ja letztlich die Infrastrukturen betreiben, die wesentlich sind für die Wärmewende, also heißt das Stromnetz, das Stromverteilnetz, wenn es um die Wärmepumpen geht, das Fernwärmenetz, was ausgebaut werden soll, und dann geht es in der Tat um die Frage Nahwärmenetze und andere Dinge. Wir kommen ja vielleicht nochmal in der Laufe der Diskussion zu den Optionen. Und also ein Prozess, in dem sich jemand am grünen Tisch in der Verwaltung zum Beispiel über die Planung Gedanken macht und jemand soll später umsetzen, das wird nicht funktionieren. Ne? Sondern diese Planung muss gemeinsam verzahnt laufen, weil letztlich wir die größten Datenschatz bei uns haben. Und ich glaube, was man verstehen muss, ist, die kommunale Wärmeplanung, die ja dann verzahnt wird in den Erfüllungsoptionen, die der Gesetzgeber sagt, mit dem Gebäudeenergiegesetz, ist im Wesentlichen eine strategische Infrastrukturplanung. Das heißt, in welchen Stadtgebieten ist welche Infrastruktur dann führend? Also Fernwärme, Stromverteilnetz oder ein Gasnetz mit Biomethan oder was auch immer. Und diese strategische Infrastrukturplanung ist der große Unterschied zu den Netzen, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, wo es im Prinzip um Opportunitäten einfach ging. Und das ist das im Kern, was jetzt in der kommunalen Wärmeplanung passiert, aber nicht abgeschlossen ist, in Mitte 26, sondern immer revolvierend dann weitergeht, weil wir können ja heute nicht wissen, was wir im zweiten Quartal 2032 in Sülz rechts von der Hauptstraße machen. Sondern das sind ja dann Entwicklungen, die man immer wieder auch
sich anschauen muss. Aber die Prozesse laufen verzahnt, so haben wir das Projekt aufgesetzt. Und Sie haben zu Recht gesagt, wir sind ja auch in der ganzen Region tätig, selber als Rheinenergie oder mit über unsere Beteiligungsgesellschaften. Häufig ist es sogar so, dass die kommunalen Unternehmen den Auftrag bekommen haben von den Kommunen, diese kommunale Wärmeplanung letztlich zu machen und durchzuführen. Und das machen wir, wird teilweise im ländlichen Raum sehr erfolgreich jetzt bereits begonnen. Dankeschön. Diese Informationen, die dann in der Wärmeplanung der Kommune rauskommen, sind ja auch für alle Hausbesitzer wichtig, die entscheiden müssen irgendwann, was machen sie jetzt mit ihrer Heizung. Die müssen ja wissen, habe ich eine Chance, mich an ein Fernwärmenetz anzuschließen, wenn ich noch nicht bin. Die haben die Frage, wie lange werde ich noch mit Gas beliefert im Gasnetz und was machen die Eigentümer mit dem Gasnetz. Dann wollen die wissen, ist mein Stromnetz ausreichend groß für eine Wärmepumpe und vielleicht auch noch für ein Elektrofahrzeug. Diese Fragen können wir gleich noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Ich gehe mal zu meinem großen Versäumnis, denn wir haben mit Dr. Holstein, Andreas Holstein, ehemaliger Bürgermeister von Altena, jemanden, der heute im VKU zuständig ist für diese ganze Kommunalwirtschaft, aber auch überblicken kann, was das jetzt bedeutet für die mittleren und kleineren Städte, die jetzt nicht unbedingt im Ballungsraum die Möglichkeit haben für Fernwärme. Was kriegen die für Informationen, was haben die für Chancen und welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden, damit die Wärmewende auch dort gelingen kann? Ja, danke für diese komplexe Frage. Also erstmal sind es natürlich dieselben Herausforderungen, die Herr Feicht mit der Rheinenergie, um das griffig zu halten, natürlich auch hat. Das betrifft jede Kommune, selbst die Kommunen, die eine vereinfachte Wärmeplanung machen, vielleicht in Klammern gesetzt, wir hätten uns vielleicht leichter getan, wenn man erst mit der Wärmeplanung und dann mit dem GEC gearbeitet hätte, hätte die Menschen auch mehr mitnehmen können, aber hätte, wäre, wenn, wir haben es jetzt so und wenigstens ist es noch zeitgleich gekommen. Ich rechne mit dem NRW-Gesetz, mit der Verbändebeteiligung im März nach ganz frischen Informationen. Da wird aber nichts mehr draufgesattelt werden. Also ich habe es auch lesen dürfen, da ist nicht viel drin, was wirklich neu ist. Aber dennoch stellt das Kommunen vor große Fragen. Also ich sag mal, wenn wir jetzt kommunal Kompetenz aufbauen müssten, sage ich auch als ehemaliger Bürgermeister, um zu sagen, wie es geht, dann wären wir völlig überfordert. Also erste Aussage ist, glücklich ist, wer noch ein Stadtwerk hat oder einen starken Allianzpartner, der einem hilft, diese Sache umzusetzen. Das nützt ja auch nichts. Vielleicht hatte das so gerade... für mich kann man es noch deutlicher sagen, was nützt eine kommunale Wärmeplanung, wenn nachher das Stadtwerk oder der Partner, der es umsetzen muss, sagt, das ist überhaupt nicht wirtschaftlich, dann setzt das nicht um, dann darf es gar nicht umsetzen, weil wir haben GmbH-Recht und Aktienrecht und eine hochdefizitäre Sache kann ich nicht in die Erde legen, nur weil irgendjemand am grünen Schreibtisch gesagt hat, so machen wir das mal. Deshalb muss man auch ein bisschen kritisch sein. Es wird immer Baden-Württemberg so als gelobtes Land gesehen. Wenn Sie mal Wärmepläne aus Baden-Württemberg ziehen, sehen Sie, dass sehr viele auf Moleküle aufgebaut sind. Und Moleküle wird die Minderheit sein. Wir werden mit Wärmepumpen arbeiten. Wir werden da, wo es vielleicht am Herkules oder an dem Kernnetz, Wasserstoffkernnetz ist, vielleicht auch für KWK-Anlagen mit Wasserstoff arbeiten können. Aber wir müssen jetzt die Grundlagen schaffen. Wo sind die Kerne, die wir packen können, wo wir Zentrallösungen machen können, Netzlösungen machen können? Und wo sind die Bereiche, die Individuallösungen brauchen? Individuallösungen heißt auf Deutsch gesagt Wärmepumpe nach dem derzeitigen Stand. Und da müssen die Stromnetze ertüchtigt werden. Und ein Hauptproblem für die Kommunen wird die Finanzierung sein. Das ist zwar völlig unsexy, das zu sagen, weil wir haben ja gerade gehört, wir reden immer über halbvolle und mehrvolle Gläser. Die Krux dabei wird sein, kriegen wir das alles gestemmt. Der VKU hat mit dem BDEW 600 Milliarden Euro Transformationsbedarf bis 2030 ermittelt. Jetzt kann man sagen, VKU redet pro eigene Tasche, beim EWI in Köln sind die Zahlen noch größer und bei Banken liegen die knapp drunter. Also ich will jetzt auch nicht über ein paar Milliarden streiten. Wir brauchen in etwa 100 Milliarden für die Wärme, rein für die Wärmenetze. Woher die kommen sollen, wie ein Stadtwerk, was jetzt vielleicht nicht Rheinenergie heißt oder von der Größe bei unseren Größten ist, wie Münster oder Krefeld, sondern ein Stadtwerk von 75.000 Einwohnern im
Ballonsrand, wie das Geothermie bohren soll, das Risiko tragen soll, was dann bei einer Bohrung bei 10 Millionen liegt, das ist derzeit nicht möglich. Das ist Harakiri, wenn man das ehrlich als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin macht. Deshalb muss man sagen, wir brauchen da Instrumente, die kommen. Die KfW ist dabei, sowas zu entwickeln. Das Land hat so ein Instrument entwickelt. Aber da sind viele Sachen, die sind noch ungeordnet. Und ich will einen Punkt mal bringen, weil ich glaube, da müssen wir Lösungen finden, nicht weil das verhindert. Das ist Fachkräfte hier, will ich gar nicht vertiefen, das wissen wir alle. Aber die soziale Frage, treibt mich um. Wenn wir also im Prinzip in der Eifel die Windmühlen haben, die dann den Strom liefern, damit in Köln die Wärmepumpen angeschlossen werden können. In Köln wird mit BEW-Förderung, Köln ist nur ein willkürliches Beispiel, Herr Feicht weiß, dass ich das auf alle auswälze, im Prinzip mit BEW-Förderung werden neue Netze geplant, weil da die Häuser mit vielen Einwohnern sind, wo sich Netze, zentrale Netze mit Fernwärme rechnen. Und im Grunde genommen werden die über Steuermittel im Außenbereich, weil da sitzt mittelständische Industrie in Nordrhein-Westfalen, finanziert. Dann glaube ich, müssen wir da die soziale Frage stellen, genauso wie im Gebäudebereich. Wir dürfen Leute nicht überfordern. Wir haben Generationen gesagt, spart auf euer Häuschen, kauft euch ein Häuschen. Ein Häuschen ist eine gute Altersversorgung und wir können nicht in Zeithorizonten jetzt sagen, das ist plötzlich nichts mehr wert, weil EU initial und Bundesregierung dann übertragen, den Leuten sagt, ihr müsst in den nächsten 5 Jahren das und das machen. Also Peter Liese war ja heute da. Ich glaube, dass diese Initiative über den Green Deal zu sagen, CO2-Bepreisung und dann auch Umverteilung, dass wir das dringend brauchen. Und ich glaube, ein großes Versäumnis der Ampel ist, dass sie das Instrument nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, um sozialen Frieden zu halten. Denn wenn wir uns in Extremen zersplittern, die gegen die Umgestaltung klimaneutral sind, dann erleben wir unser blaues Wunder. Aber für kleine Kommunen, mittlere Kommunen wird es eine Herausforderung werden. Und meine Sorge ist gar nicht bei meiner Klientel. Wer ein Stadtwerk hat, hat da einen Ansprechpartner. Das sind die Kommunen, die kein Stadtwerk mehr haben, die bei ganz großen Versorgern dranhängen. Und ich will den großen Versorgern nichts, aber die riesigen Versorger haben natürlich das Problem, dass da viel zu wenig Planungskapazitäten sind. Und die gehen natürlich in die Bereiche rein, wo sich für sie am meisten rechnet. Und das wird ein Problem sein. Ja, wir haben zurzeit einen großen Boom bei Beratungsunternehmen. Ne? Die leben ganz gut. Marc, was sagt die Union zum Thema Klimageld? Das ist ja der Punkt, den Dr. Holstein eben angesprochen hat. Ja, wir sind da sehr hinterher, dass wir tatsächlich das Versprechen, was wir mal gegeben haben mit der Einführung der nationalen Bepreisung, dass wir das auch halten. Richtig ist, wir haben einen Teil des Geldes auch für Förderung verwendet. Der andere Teil sollte dann auf dem direkten Weg zurückgegeben werden. Da gab es immer auch technische Dinge, wie man das überhaupt in Deutschland bewerkstelligt. Da sind wir ja föderal furchtbar kompliziert aufgestellt. Ich sehe aber auch jetzt bei der Ampel da ehrlicherweise keine Bemühungen. Und es ist natürlich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch mal eine Runde schwieriger, sozusagen die nötigen Mittel überhaupt einzusetzen. Denn dann eins ist klar, die Mittel, die ich über das Klimageld zurückgebe, die habe ich eben nicht für Transformationsprojekte, Förderung zur Verfügung. Da müssen wir uns einfach an der Stelle ehrlich machen. Ich möchte einen Punkt setzen. Ich glaube, Fernwärme ist nicht nur etwas für große Städte. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es klang so an. Das geht auch in deutlich kleineren Siedlungsstrukturen. Ja, ich brauche geschlossene Bebauung, das ist so. Die Streusiedlung irgendwo im Außenbereich, die wird keine Fernwärme kriegen. Da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Ich glaube, wir brauchen dann im Bereich der Fernwärme eine völlig breite Diskussion. Dazu gehört Solarthermie, dazu gehören saisonale Wärmespeicher, dazu gehört Geothermie, dazu gehört Abwärme, dazu gehören Großwärmepumpen, das volle Programm. Und da muss man regional gucken, was ist das geeignetste. Das Thema Geothermie und warum es in Deutschland mit so spitzen Fingern angefasst wird, da teile ich Ihre Aussage zu 100%. Da brauchen wir dringend entsprechende Instrumentarien, insbesondere beim Fündigkeitsrisiko, aber da sind auch noch einige andere Dinge, um das gängig zu machen. Und die ersten Bohrungen sind auch dort die riskantesten. Und natürlich wird jeder Stadtwerkchef, der eine Bohrung in den Sand setzt und damit in seinen Rat anschließen muss oder zu seinem Bürgermeister muss, der ist am Ende des Tages stehen K.O. Insofern wird das keiner
auf seine eigene Kappe nehmen können. Das können wir auch gar nicht wollen, dass das so passiert. Was am Ende des Tages bleibt, ist die Frage, wie wir diese gigantischen Investitionen finanzieren. Ja, und dazu alles andere, glaube ich, lösen wir. Wir lösen auch das Thema. Natürlich ist es einfacher, wenn ich ein eigenes Stadtwerk habe, aber ich komme aus einem Bundesland mit sehr, sehr kleinteiligen Gemeindestrukturen. Und also da gibt es Kreativität, in welchen Strukturen man dann bestimmte Dinge, ob es Genossenschaften sind, ob es Zweckverbände sind, ob es Wirtschaftsförderungsgesellschaften sind, die dann plötzlich eben auch in den technischen Bereich mit hineingehen. Also ich glaube, daran wird es nicht scheitern in Deutschland, dass diese kommunalen Strukturen nicht sich organisieren. Das Thema ist am Ende wirklich die Finanzierung. Und letzter Punkt, tut mir leid, dass das ein bisschen länger ist. Es wird Bereiche geben, da müssen wir auch ehrlich sein, für die haben wir keine gute Antwort. Ja, das ist der Außenbereich Streusiedlung, wo am Ende des Tages keine Fernwärme kommt, wo ich eine Bestandsbebauung habe, wo auch eine Wärmepumpe keine realistische Antwort ist. Und da müssen wir, glaube ich, dann uns fokussieren, was wir mit diesen Bereichen machen, die dann übrig bleiben. Wollen wir mal hoffnungsfroh sagen, da geht noch ein bisschen Zeit ins Land, bis wir an dieses Thema drankommen und vielleicht fällt uns bis dahin auch was ein. Bevor ich das Thema Finanzierung vertiefe, das natürlich nicht nur die kommunalen Stadtwerke betrifft, sondern auch die Einzelnen, die auf eigene Faust in ihren Häusern was machen müssen, gehe ich mal kurz zu Herrn Dr. Lessing. Sie sind als Chef von ISTA Herr über ein riesiges Datenpool und Sie wissen auch, mit einem Instrument, das Sie seit kurzem benutzen, mit dem Heizometer, wie sich die Leute beim Heizen tatsächlich verhalten. Und da haben Sie jetzt eine bedauerliche Entdeckung gemacht, die uns aber eigentlich wichtige Informationen liefert, wo wir drangehen müssen, wenn wir das Thema effektives Heizen für die Zukunft angehen wollen. Ja, vollkommen richtig, Herr Möhring. Aber bevor ich aufs Heizometer eingehe, gestatten Sie mir quasi einen Schritt vorab noch. Also ich glaube, bei allem, was wir gerade diskutiert haben, stellen wir fest, dass uns eigentlich die Daten fehlen. Und zwar fehlen uns die Daten aus verschiedenen Perspektiven. Wir sprechen darüber, dass wir 600 Milliarden, 800 Milliarden, was auch immer die Zahl war, ausgeben wollen für die Wärmewende. Aber wir stellen uns nicht die Frage, oder zumindest stellen wir uns, glaube ich, die Frage nicht oft genug, was ist denn ökonomisch der beste Weg? Wo bekomme ich denn für den ausgegebenen Euro die meisten Tonnen CO2 eingespart? Und dafür brauche ich Daten. Und die Daten brauche ich auf allen Ebenen. Die brauche ich für die Politik, dass die Politik entscheiden kann, wo möchte sie sozusagen das Geld allokieren. Und da reden wir ehrlicherweise nicht bloß über Euros, wir reden auch über Mitarbeiterkapazitäten. Deutschland hat x-tausend Elektriker, x-tausend was auch immer und die sollten wir dorthin schicken, wo sie den größten Impact fürs Klima haben. Und heute wissen wir das nicht. Wir haben alle Meinungen dazu, aber wissen tun wir es nicht. Und insofern ist mein Plädoyer vor allen Dingen dafür, dass die Energiewende und die Wärmewende nur gelingen wird mit mehr Daten. Und insofern begrüße ich sozusagen auch, oder begrüßen wir auch, dass jetzt in der EPBD, die jetzt gerade im Verfahren ist sozusagen, eben angedacht ist, so etwas wie eine Gebäudedatenbank verpflichtend zu machen auf Nationalstaatenebene, in der dann die relevanten Gebäudedaten erfasst werden sollen. Und was da genau drinsteht, wird, weiß ich jetzt ehrlicherweise noch nicht genau. Das ist, glaube ich, noch in der Mache sozusagen, aber ich begrüße das außerordentlich, weil ich möchte eine kleine Anekdote an der Stelle mal schildern. Ich hatte vor kurzem mal ein Gespräch mit dem Minister eines Bundeslandes, zuständig für Umwelt und so weiter. Ich will jetzt nicht genau sagen, wer es war, deswegen lasse ich mal ein bisschen nebulös. Und ich fragte ihn dann, wissen Sie denn, was die 15% der schlechtesten Gebäude, der öffentlichen Gebäude in Ihrem Bundesland sind? Ich glaube, Sie kennen alle die Antwort. Betretenes Schweigen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir natürlich dann auch immer sagen, mit all dem, was wir diskutieren, Fernwärmenetze für verdichtete Räume, Wärmepumpen in weniger verdichteten Räumen und so weiter, alles richtig. Aber wir reden über einen sehr fragmentierten Bestand an Gebäuden in diesem Land mit sehr unterschiedlichem Alterszustand, Sanierungszustand etc. etc. Selbst die Form des Energieträgers ist ja häufig nicht bekannt. Es fehlen schlicht und ergreifend die Daten. Und das ist der Punkt, an dem wir immer starten. Und natürlich sozusagen sitzen wir in dem, also sitzen, ich finde das Wort nicht ganz so günstig, auch wenn ich es selber benutze, Herr Möhring, aber also wir
erzeugen Daten und stellen sie unseren Kunden zur Verfügung, wenn wir uns vielleicht darauf einigen können. Und in den Daten steckt eine Menge drin, was man machen kann. Und bevor ich zum Heizermeter komme, möchte ich vielleicht noch eine andere kleine Anekdote hier einfließen, um nochmal vielleicht ganz pragmatisch aufzuzeigen, wie wichtig diese Daten auch für die Politik sind. Vor dem Ukraine-Krieg, vorher, war der durchschnittliche Preis für Erdgas in Mehrfamilienhäusern 6, irgendwas Cent. 6,5, glaube ich. Die Energiepreisbremse wurde auf 12 festgelegt. Politische Entscheidung ist Sache der Politik, will ich gar nicht kommentieren. Vor dem Ukraine-Krieg war der durchschnittliche Preis für Fernwärme über Deutschland gewichtet 10 Cent. Und die Preisbremse wurde bei 9,5 gesetzt, also tiefer als vorher. Mag auch eine politische Entscheidung sein, meine Vermutung ist, da haben schlicht und ergreifend die Daten gefehlt, um mal die Energiepreisbremse so zu setzen, dass sie Sinn macht. Oder zumindest für alle Bürger in diesem Land ungefähr den gleichen Benefit bringt. Einfach mal als ganz praktisches Beispiel. Und ich meine, wir rechnen diese Häuser ab, wir gucken auf die Zahlen. Also nehmen Sie es mir, wir zucken nur mit den Schultern, wir verstehen es nicht. Und jetzt zum Heizometer, da hatten Sie mir sozusagen das Stichwort rübergerufen, Herr Möhring. Also wir haben als Land, als Gesellschaft im Jahr 2022 eine Menge gespart beim Energieverbrauch. Und Sie erinnern sich vielleicht noch, die ganz große Diskussion zur Gaskrise begann im Sommer 2022. Wird das Gas über den Winter reichen? Die Preise an den Gasbörsen explodierten. Und nach und nach begann die Energievorsorge sozusagen auch damit, die entsprechend gestiegenen Großhandelspreise weiterzugeben. Die Menschen in Deutschland hatten natürlich an der Stelle Angst, dass A, das Gas reicht und B, was sozusagen die Rechnung am Ende sein wird. Und so konnten wir in unseren Daten ablesen, dass also in der zweiten Jahreshälfte 14% weniger geheizt wurde. Das klingt jetzt irgendwie nicht viel, aber ehrlicherweise bei dem Heizverhalten und das, was man über Jahrzehnte hinweg beobachten kann, ist das dramatisch viel. Das ist wirklich viel. Und die Leute haben nicht gefroren, sondern sie haben einfach nur bewusster geheizt. So, und dann haben wir sozusagen auch im Laufe der Zeit überlegt, was können wir dann auch als Beitrag leisten, um quasi eine Datenbasis zur Verfügung zu stellen. Die, wie gesagt, steht im Netz, kann jeder sich angucken. Und dann haben wir das Heizometer uns erdacht. Und das Heizometer zeigt an, wie das Heizverhalten in Deutschland ist. Ne? Nach Regionen, Postleitzahlen, Städten, Bundesländern, alles, was das Herz begehrt. Und da kommt halt raus, dass der Heizbedarf in 2023 sogar noch ein bisschen weniger war als in 2022. Heizbedarf bedeutet, wie warm oder wie kalt war es. Ja? Und also das Jahr 23 war noch mal ein Schnaps wärmer als 22. Aber die Menschen haben wieder deutlich mehr geheizt. Und da sieht man sozusagen, wie wichtig eben auch Verhalten ist und die Informationen der Verbraucher darüber, wie sie mit Energie bewusst umgehen. Weil auch wenn wir sozusagen dekarbonisiert haben, Energie wird immer noch teuer und knapp bleiben. Wir müssen unsere Kunden sozusagen, beziehungsweise Sie sozusagen, Ihre Wähler in die Lage versetzen, dass sie mit Energie bewusst umgehen können. Ja, vielen Dank, das ist sehr eindrucksvoll, weil es ja zeigt, dass eigentlich das individuelle Verhalten nicht so direkt auf Preise reagiert, denn die Preise sind ja nach wie vor hoch. Die Leute gewöhnen sich dran und werden dann nachlässig. Liegt aber auch daran, dass die Rückmeldungen über ihr Heizverhalten natürlich in so großen Abständen kommen. Ich sag mal so, das wäre so, wie wenn man sein Gewicht kontrollieren will und sich einmal im Monat wiegt und dann kann man auch nicht nachsteuern. Also eigentlich brauchen wir diese Daten täglich. In vielen Ländern ist das so, in Deutschland nicht. Vielleicht kommen wir nachher nochmal da drauf. Aber jetzt möchte ich nochmal kurz zu Herrn Feicht kommen. Herr Feicht, Sie haben das Problem Stromnetzausbau für die Wärmepumpenabnehmer und für die Elektrofahrzeugbetreiber. Sie haben das Problem, was machen Sie mit Ihrem Gasnetz, wenn wir in 20 Jahren kein Erdgas mehr da durchschicken, spätestens, und vorher vielleicht schon viele Leute aussteigen aus der Gasnutzung, weil die sich zwischendurch für was anderes entscheiden. Sie haben das Problem des Fernwärmeausbaus und wissen nicht, wie viele Kunden Sie kriegen, weil wir wahrscheinlich ja keinen Anschlusszwang bekommen und die Leute auch noch nicht unbedingt wissen, was kostet denn in Zukunft was. Wie gehen Sie mit diesen vielen Variablen betriebswirtschaftlich um? Und letzte Frage dazu, wo kriegen Sie das Geld her, um das zu finanzieren? Also man kann so eine Komplexität ja nur managen, wenn man das in Einzelteile unterteilt und dann Schritt für Schritt vorgeht. Das heißt,
Was wir machen ist, wir haben, also ich kann es jetzt mal am Beispiel Köln sagen, aber jede Stadt geht ähnlich vor, und das Besondere an der Wärme, an der Wärmestrategie ist immer, dass man das wirklich im Detail sich anschauen muss und die Stärken, die Schwächen, Siedlungsstruktur, Wärmebedarf, wie viel Prozesswärme habe ich, wie viel Heizwärme habe ich und so weiter, dann entsprechend sich anschauen muss. Und wie gehen wir in Köln vor? Wir haben drei Teilnetze in der Fernwärme. Dafür haben wir jetzt für das größte Netz, nämlich das Innenstadtnetz, einen Transformationsplan gemacht und haben gesagt, wie dekarbonisieren wir das auf der Erzeugungsseite und wie viel Netz wollen wir ausbauen, um dann mal anzureizen, dass die Leute von der Gas- oder Ölheizung auf die Fernwärme umsteigen. Wir haben heute kein Problem darin, dass wir keine Kunden finden für die Fernwärme. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Leute reißen uns gewissermaßen die Fernwärme aus den Händen. Warum ist das so? Weil wenn ich mir den ganzen Sektor anschaue, dann ist immer die entscheidende Frage, wie viele Investitionen finden vor dem Zähler statt? Also wer trägt die Investitionen vor dem Zähler und wie viele Investitionen sind hinter dem Zähler nötig? Vereinfacht gesagt, Wärmepumpe ist sehr effizient, wenn die Temperaturen niedrig sind. Wenn die Temperaturen sind dann niedrig, wenn das Gebäude gut gedämmt ist. Fernwärme hat ein höheres Temperaturniveau. Ich muss also nicht so viel ins Gebäude investieren. Also ist derjenige, der short on money ist, also der nicht so viel investieren möchte, die gesamte Immobilienwirtschaft, warum ist es so? Weil die Zinsen so hoch sind, möchte lieber Fernwärme haben. Und deswegen haben wir eher einen riesen Nachfrageüberhang nach Fernwärme. Trotzdem ist das sehr kapitalintensiv, oder weil wir, also allein wir in Köln, wollen 1 Milliarde Euro oder müssen 1 Milliarde Euro investieren bis 2035 ungefähr in das Netz. Wir haben heute ungefähr 300 Kilometer Fernwärmenetz, wir wollen weitere 200 Kilometer bauen. Und die Erzeugung ist heute gasbasiert. Wir haben industrielle Abwärme aus der Müllverbrennung. Da ist ungefähr 50% grüne Energie drin, 50% ist CO2-intensiv. Der Rest kommt letztlich aus Gas. Was wir machen müssen, ist mit Großwärmepumpen dann ungefähr 50% strombasiert zu machen. Und dann brauchen wir Wasserstoff in den Gas-KWK-Anlagen, um den Rest zu dekarbonisieren. So gehen wir die Teilnetze sukzessive durch und werden dann in der kommunalen Wärmeplanung mit der Kommune gemeinsam festlegen, in welchen Blöcken, in welchen Siedlungsstrukturen Kölns dann letztlich Fernwärme handlungsleitend sein soll. Aber ohne eine Vorschrift zu machen. Das heißt, der Kunde hat immer noch dann die Möglichkeit, auch in diesen Fernwärmenetzen möglicherweise dann eine Wärmepumpe oder was anderes dann zu bauen, soweit es die Erfüllung, also soweit es das GEG dann erlaubt. Und dann gibt es eindeutige Gebiete, die sind mit Sicherheit Wärmepumpenland, will ich das mal nennen. Und dort haben wir natürlich dann entsprechende Anforderungen an das Stromverteilnetz. Weitere 900 Millionen Euro müssen wir investieren ins Stromverteilnetz in Köln bis 2035. Letztlich auf zwei Ebenen, nämlich einmal das dezentrale Netz zu optimieren und dann Strom in die Stadt reinzubekommen. Ja, das Blöde an der Wärme ist ja, dass sie im Winter gebraucht wird. Das Blöde an der Photovoltaik ist, dass sie vor allem im Sommer Strom produziert. Das heißt, das zusammenzubringen funktioniert nicht so gut. Deswegen muss ich Strom in die Stadt reinbringen, wenn ich sie brauche, also im Winter. Deswegen brauche ich 110 kV-Netz. 110 kV-Netz ist die Autobahnabfahrt, wenn man die an die Analogie für den Autoverkehr machen würde. Also die Bundesstraße in die Stadt hinein, das ist 110 kV-Netz. Da muss ich also Strom in die Stadt reinbringen. 900 Millionen Euro Investition nur in Köln für Stromverteilnetz. Und die Wärmepumpen, das muss ich also an der Spitze auslegen, weil wenn es richtig kalt ist im Winter, dann habe ich keine Effizienz von 1 zu 4, sondern habe ich Effizienz 1 zu 1. Also eine Kilowattstunde Strom, eine Kilowattstunde Wärme, wenn es richtig kalt ist. Deswegen muss das Stromverteilnetz nach der Spitze ausgelegt werden. Das sind die hohen Kosten. Übrigens auf dem flachen Land noch viel schlimmer als in der Stadt. Und dann gibt es Gebiete in der Stadt, die sind weder für das eine noch für das andere gut geeignet. Das hat der Herr Helfrich gerade gemeint. Das gilt für die Stadt genauso fürs Land. Nämlich die Gebiete, die so weit weg sind von der Fernwärme, dass das Netz zu teuer wäre, dahin zu bringen, wo aber die Gebäudestruktur nicht gut für Wärmepumpe geeignet ist. Zum Beispiel, weil es wenig Platz ums Gebäude gibt, um eine Wärmepumpe hinzustellen. Oder weil das Siedlungsstrukturen sind, die in den 50er, 60er Jahren errichtet worden sind und schwer zu sanieren sind. Insbesondere dann, wenn es Privateigentum ist und die Altersversorgung der Leute in den Gebäuden stecken. Da müssen wir uns noch was überlegen.
Und da haben wir keine gute Antwort drauf. Und deswegen glaube ich eins, wir haben uns in der Energie- und Klimapolitik, und das ist auch hier im Vorpanel so ein bisschen angeklungen, eine Haltung erarbeitet, in der wir immer sagen, es gibt Schwarz und Weiß. Also Gas geht raus, weil klar, wenn wir treibhausgasneutral sein wollen, dürfen wir kein Methan mehr verbrennen 2045. Und da müssen alle umstellen. Das ist aber eine Riesenanforderung an die Infrastruktur. Das heißt, die Kosten verlagern sich in die Infrastruktur. Das heißt, wenn der Kunde anschließend sparsam ist, kann er vielleicht 10% sparen. Die Infrastruktur ist das, was es kostet am Ende des Tages. Also die Netzkosten und so weiter. Deswegen glaube ich, in den Gebieten, in denen wir keine gute Antwort haben werden, wird es einfach eine Hybridisierung geben. Das heißt, die Gasnetze werden bleiben, die Therme ist da drin und wir stellen eine kleine Wärmepumpe daneben, die macht das Band, die macht das Warmwasser im Sommer, die macht auch in den meisten Zeiten die Wärme und dann gibt es die Spitzen, wenn es richtig kalt ist und dann läuft die Gastherme. Das Gleiche, was wir auf dem Stromsystem machen, nämlich erneuerbare Energien und Backup-Kapazitäten. Das Gleiche, was wir in der KWK machen, nämlich Wärmepumpe oder Geothermie und gasgeführte KWK später mit Wasserstoff. Dieses gleiche Prinzip werden wir dezentral im privaten Umfeld genauso machen. Und deswegen wird Gas noch lange gebraucht. Das Gas läuft durch abgeschriebene Gasnetze. Das heißt, der Netzentgeltteil ist relativ gering. Ich muss das Stromnetz nicht nach der Spitze auslegen. Und wir können warten, welche technologischen Durchbrüche wir Ende der 30er Jahre haben, was auf der Wärmepumpenseite sonst wo passiert. Und ich glaube, diesen pragmatischen Anspruch müssen wir haben. Erdgas wird noch sehr lange gebraucht. Dann wird es irgendwann auf Wasserstoff umgestellt. In der Industrie früher, in der Wärme später. Aber dieses Schwarz-Weiß, ich möchte, dass wir davon wegkommen. Eine Nachfrage. Ja, gerne ein bisschen Beifall zwischendurch. Das sind ja wirklich schwierige Themen, die wir haben. Eine kurze Nachfrage. Es war ja eben im Panel davor die Diskussion um die Frage der Einspeisung von Wasserstoff in das bestehende Gasnetz. Technisch geht das ja, die Frage, wo der Wasserstoff herkommt. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie, wir brauchen noch lange Erdgas, möglichst mit Zumischungen von vielleicht auch Biogas oder eben Wasserstoffgasmöglichkeiten. Das würde aber bedeuten, wir hätten noch eine deutlich längere Zeit bis zu einer endgültigen Entscheidung, wie ich als einzelner Hausbesitzer in Zukunft mein Haus heize. Also das hat zwei Dimensionen, das Thema. Die eine Dimension ist die individuelle. Ne? Ich habe auch als Staatsbürger ein großes Problem damit, wenn irgendeiner einem Bürger sagt, du hast nur noch eine Möglichkeit zu heizen. Ich glaube, dass das ein Problem geben wird und dass die Akzeptanz der Klimawende oder der Energiewende letztlich zerstört. Deswegen glaube ich, braucht man immer verschiedene Angebote. Und wenn jetzt einer in so einem Gebäude ist, ich kann ihm als Rheinenergie nicht sagen, da komme ich jetzt in den nächsten 10 Jahren mit der Fernwärme hin und jetzt geht seine Heizung kaputt und er kann keine Wärmepumpe einbauen, dann glaube ich eben an diese Hybridheizungen. Und das ist dann erstmal, was er in den nächsten 20 Jahre trägt. Die völlig andere Frage ist, wie wir strategisch mit dem Gasnetz und welche Vision wir haben im Hinblick auf Gasnetz und auf den Einsatz von Methan. Und da wird es so sein, wir haben gewisse Gebiete, ich denke jetzt mal in Köln, rechtsrheinisch, Merheim, da haben wir ein kleines Fernwärmenetz und Gasmotoren, die Wärme machen. Da können wir auch Solarthermie hinsetzen, aber Solarthermie bringt nicht viel, weil eben Solarthermie, Sonne, Sommer, Wärme, Winter. Also Solarthermie ist für Warmwasser geeignet. Wir bauen dann auch einen großen Fernwärmespeicher hin, aber Solarthermie bringt nicht viel. So, das heißt, wie kann ich das dekarbonisieren in diesem Gebiet? Das ist vom Wasserstoffkernnetz ungefähr 4-5 Kilometer entfernt. Also ich habe sehr teuer, dort Wasserstoff hinzubringen. Vermutlich könnten wir sagen, wir machen dort ein Gastransformationsnetz, in dem wir dort Biogas und Biomethan machen. Dann ist das auf Dauer nachhaltig. An anderer Stelle könnte es natürlich theoretisch so sein, dass wenn man, das ist vorher im Vorpanel angeklungen, man hat quasi eine Wasserstoffproduktion, die stochastisch läuft, weil es irgendwelche Überschussmengen im erneuerbaren Bereich geht, vor allem wenn die Erneuerbaren sehr stark ausgebaut werden.
Und dann könnte, weil Wasserstoffspeicher sehr teuer sind, das Gasnetz mit dem Methan eine Art Pufferspeicher sein. Ne? Das heißt also, man könnte dann diesen Wasserstoff, der irgendwo zentral oder dezentral produziert wird, dann einfach ins Methannetz reingeschoben werden, bis zu 10% oder 15%, das geben die Netze her. Nur die Chemieindustrie sagt 1-3% Wasserstoffanteil. In den anderen Anwendungen ist es kein Problem. Und das kann dann schwanken, das heißt, das Gasnetz könnte so eine Art Pufferspeicher sein, wie so ein atmender Deckel oder eine atmende Struktur für das Thema Wasserstoff. Das ist machbar, aber eigentlich nicht nachhaltig im Hinblick auf Klimaneutralität. Das heißt, das trägt uns eine gewisse Zeit. Es kommt dann ein bisschen darauf an, wie die anderen Nachfragestrukturen im Wasserstoffbereich sind. Was ich glaube ist, wir werden uns immer einzelne Siedlungsstrukturen anschauen und überlegen müssen, was ist dort das wirtschaftlich effizienteste vor dem Hintergrund auch der Gebäudestrukturen und dann dort Vorschläge machen, aber nicht Bürgerinnen und Bürger zwingen, sich dann auf eine bestimmte Heizung dann zu kaprizieren. Ja, vielen Dank. Kommen wir mal auf einen Bereich, der in Köln, wenn auch in der Umgebung, ein bisschen weiter verbreitet ist. Herr Dr. Holstein, die Eigentumssiedlungen, die Häuser im Eigentum ist ja nun im ländlichen Raum und in den kleinen Städten deutlich weiter verbreitet. Die Dichte ist so, dass wir wahrscheinlich auch nicht unbedingt mit nahen Wärmenetzen und Ähnlichem dort arbeiten können, sondern tatsächlich individuelle Lösungen brauchen. Manche haben ein Gasnetz, aber damit hat es sich und alles andere ist Strom. Wie bewerten Sie denn die Möglichkeiten für diese Menschen, ihre Immobilie klimaneutral zu beheizen perspektivisch? Ist da das Thema Biogas eine Lösung und würden wir überhaupt genug davon kriegen können? Oder welche Vorstellungen entwickelt der VKU in diesem Bereich? Also Biogas ist sicherlich ein probates Mittel für einen Teil, aber so viel Biogas können wir gar nicht produzieren, wie wir für eine flächendeckende Lösung in der Bundesrepublik Deutschland dafür bräuchten. Natürlich ist die Frage, was man dann machen kann. Man kann mit Nahwärmenetzen was machen, aber bei allen Netzen müssen wir die Kosten sehen. Wir reden über Kosten pro Verlegemeter bei Fernwärme zwischen 3.000 und 5.000 Stand heute. Und ich bin kein Ökonom, sondern nur simpler Jurist, aber selbst die können sich vorstellen, was 26 ist, wenn alle Großstädte plötzlich ihre Wärmepläne vorlegen und alle Stadtwerke-Chefinnen und Chefs anfangen zu buddeln oder buddeln zu lassen und dann auf eine begrenzte Zahl von Fachunternehmen treffen und die Preise sind jetzt schon hoch, also höher als diese genannte Zahl, die ich gerade habe. Deshalb sind Netzlösungen auch da durch diesen Flaschenhals mit gesetzten Terminen immer sehr schwierig zu sehen. Und ich sehe ein Problem da, wo wir gar nicht so sehr in den rein ländlich zersiedelten Bereichen, weil da wird es individuelle Lösungen geben, da gibt es auch sicherlich die Lösung Holzpellets als eine echte Lösung, weil die Wege in den Wald, zum Beispiel im Hochsauerland oder in der Eifel, halt wirklich kurz sind und man da auch die Wegkosten nicht so hat. Ich sehe in den mittleren Städten Bestrebungen, in Kleinnetze zu gehen, vielleicht auch Fernwärmeanteile zu haben. Aber ich will auf einen Punkt auch noch aufmerksam machen, wenn wir über Fernwärme, neue Fernwärme, erweiterte Fernwärme reden, in dem ungesteuerten Markt, für den ich auch bin, muss man dann den Menschen aber auch sagen, wenn du jetzt in einem Fernwärmevorranggebiet liegst und du kriegst eine Fernwärmeerschließung, dann werden wir nicht zur gleichen Zeit als Versorger, egal ob kleiner oder großer, auch noch das Stromnetz ertüchtigt haben, damit du deine geförderte Anlage vom Bund kriegst. Das heißt, die Frage mal zu stellen, brauchen wir nicht in Vorranggebieten für Fernwärme vielleicht andere Förderbedingungen, dass derjenige da nicht die gleiche Förderung erfährt wie derjenige, das ist der Zusammenhang, in der ländlichen Streusiedlung, der gar nichts anderes kann. Und ich glaube, Stadtwerke-Chefinnen und Chefs werden vor dem Hintergrund der sozialen Frage, die bitte ich immer mitzudenken bei sowas, ein Problem haben, wenn man nachher so weit kommt, dass alle, die gut verdienen und die sich ihre Wärmepumpen gefördert irgendwo hingesetzt haben, befriedigt sind und dann kommt derjenige zum Stadtwerke-Chef und Chefin und sagt, ich würde jetzt auch gerne als derjenige, der irgendwo ehrlich arbeitet und kein hohes Einkommen hat,
technologisch ein bisschen weiter, vielleicht ein bisschen billiger einsteigen. Und dann sagt der Stadtwerkechef oder die Chefin, ja, das kannst du. Das Netz wird ertüchtigt, in 4 Jahren bist du soweit. Dann haben wir die Leute auf der Straße. Das darf deutlich nicht passieren. Deshalb muss man klar sagen, wenn wir die Netzstrukturen irgendwo als Vorrang haben, dann braucht man keinen Anschluss- und Benutzungszwang. Man muss den Leuten nur ehrlich sagen, bei einer erweiterten Kapazität von Stromnetzen seid ihr die Letzten, weil die anderen brauchen sie vorher. Und das ist das Problem, was wir haben. Also die Gedanken über Anschluss- und Benutzungszwang hat sich kein Bundespolitiker getraut, das reinzuschreiben, verstehe ich. Im Landesentwurf wird dazu auch nichts stehen, verstehe ich auch. Aber wir haben 25 Kommunalwahlen in NRW, wir haben 30 wieder Kommunalwahlen in NRW. Glaubt doch keiner, dass eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister sagt, ich mache da einen Anschluss- und Benutzungszwang, den man heute schon machen könnte nach Satzungsrecht der Kommune. Also insoweit bin ich genau bei Herrn Feicht. Wir brauchen Lösungen, wir brauchen eine Steuerung über Wirtschaftlichkeit und Menschen gucken auf wirtschaftliche Lösungen. Aber wir dürfen auch nicht Menschen überfordern, die ihr Heim entwertet sehen, weil ich glaube, dann kriegen wir soziale Unruhen in diesem Land, die dürfen, müssen wir vermeiden. Marc, bevor du auf das Thema einsteigst, noch eine Zusatzfrage für dich. Wir gehen ja mal davon aus, dass viele Eigenheimbesitzer oder viele Nutzer von Eigentum vom Alter her nicht unbedingt bei den Banken Kredit kriegen, um solche Investitionen zu finanzieren. Wir werden also nicht nur die Frage haben, differenzierte Förderkulisse, je nach Situation vor Ort, sondern wir werden auch die Frage haben, wie setzt man diejenigen Menschen in die Lage, ihre Investitionen zu finanzieren, die sie ja finanzieren müssen, weil ihnen die andere Heizmöglichkeit ja genommen wird. Wie versetzen wir sie in die Lage, das auch zu finanzieren, wenn sie dazu aus eigener Kapitalkraft nicht in der Lage sind? Ich würde jetzt erst nochmal auf das Thema von gerade eben einsteigen, komme dann auf deine Zusatzfrage zurück. Also das Thema Anschluss- und Benutzungszwang ist politisch auf allen Ebenen unbequem und da sollten wir jetzt nicht mit dem Finger auf den jeweils anderen zeigen. Sie haben es ja auch formuliert, also auch vor Ort hat man es eher gescheut und ich kenne auch ganz viele, auch gerade bei den Stadtwerken zum Beispiel, die sagen, macht das bloß nicht, weil dann haben wir Kunden, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Das sind dann sozusagen zwangsverpflichtet, die permanent auch gegen uns prozessieren etc. Also insofern sind wir da sehr nah beieinander im Ergebnis. Einen Punkt will ich hier machen und da haben wir in der Union auch eine klare Position zugefunden. Wir werden keine Doppelförderung machen. Also wo ein Fernwärmenetz in einem Stadtteil gefördert wird, werden wir keinen Anschluss- und Benutzungszwang haben. Das heißt, jemand, der sagt, ich möchte auf gar keinen Fall Fernwärme, weil ich misstraue jedem Versorger und ich möchte unabhängig bleiben, dann kann der das gerne machen. Aber wir werden nicht noch mit öffentlichen Mitteln die Unwirtschaftlichkeit des Fernwärmenetzes fördern, indem wir dann auch noch zigtausend Euro in die Förderung einer Wärmepumpe für einen solchen Bürger sozusagen locker machen. Das können wir uns absolut nicht leisten. Die Konzentration der Mittel muss dann in eben ganz andere Bereiche, da wo es eben genau diese Möglichkeit nicht gibt. Ist übrigens ist bei uns auch Verbandsposition. Also Sie rennen da auch im Bereich der Stadtwerke offene Türen ein, weil wir das genauso auch sehen, wie Sie es vertreten. Was natürlich bleibt, ist wegen der schwierigen Reihenfolge, dass jetzt vielleicht jemand eine Wärmepumpe bei sich einbaut und in einigen Jahren erfährt, bei mir kommt eine Fernwärmeversorgung. Das ist natürlich ehrlicherweise dann auch ärgerlich, dass wir jetzt Fördermittel, öffentliche Gelder einsetzen und später dann am Ende des Tages eigentlich eine bessere Lösung gehabt hätten. Aber das ist sozusagen ehrlicherweise hätte. Der zweite Punkt, Finanzierung in dem Bereich, wo es keine ehrlicherweise reden wir über zwei Fälle. Das eine ist der Fall, da ist Vermögen, aber es mangelt an einer Finanzierung durch die Bank aus Altersgründen oder wie auch immer. Da kann man sicherlich mit KfW-Lösungen könnte man arbeiten, aber ich glaube, dass es eben häufig auch der Fall ist, dass Menschen auch sagen, ich will jetzt nicht gezwungen werden, in meine alte Immobilie von meinem Ersparten noch sozusagen Zehntausende in diese Immobilie zu investieren. Also es ist nicht nur eine Frage des Instrumentes, sondern darüber hinaus, glaube ich, auch eine Frage der Kommunikation. Wie gehen wir
an diesen Stellen damit um. Wir hatten mal politisch die Idee, dass man ab einem gewissen Alter sagt, lasst die Leute doch in ihrem Haus ihr Leben zu Ende leben und dann greift diese Verpflichtung. In so einer Welt voller Juristen ist das natürlich eine Form von Altersdiskriminierung und. Also da haben wir von dem Thema Abstand genommen. Aber also das lässt sich, glaube ich, wirklich an der Stelle lösen. Wo wir ein Problem haben, sind die Fälle, wo du den Menschen sagen musst, eigentlich ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden, was hier gerade passiert. Also Heizung ist kaputt, müsste ersetzt werden. Es reicht aber nicht, einfach nur das Heizungssystem auszutauschen, sondern man muss noch Dach, Fassade, Fenster machen, am besten noch eine Fußbodenheizung oder neue Heizkörper, damit überhaupt das ganze Wärmepumpen fit wird, das Haus. Und dann kann man in 10.000er Schritten hochrechnen. Und dann ist man irgendwo bei bestimmten Immobilien in bestimmten Lagen an einem Punkt. Vom Auto würde man sagen, das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Nur, dass das Auto sich schneller abnutzt als ein Haus. Ne? Ja, okay. Bevor ich nochmal auf das Thema Finanzierungsmöglichkeiten für einen starken Player wie Rheinenergie oder E.ON oder andere Großversorger eingehe, nochmal eine Frage an Herrn Dr. Lessing. Wie können Sie mit Ihren Daten für die Entscheidungsprozesse der einzelnen Mieter oder auch Eigentümer etwas beitragen? Oder sagen Sie, wir brauchen erstmal und auch sowohl für die Planer in der Kommune als auch für die Entscheidungsträger bei Eigentum, also die Vermieter oder Selbstnutzer, brauchen wir so eine Art Gebäudekataster, bevor man ernsthaft sagen kann, welches ist für Sie der richtige Weg, wenn Sie denn Alternativen haben? Also wie vorhin schon quasi gekämpft, Daten helfen auf allen Ebenen, nicht nur auf der Ebene der Politik, um richtige Entscheidungen zu treffen, sondern auch auf der Ebene der Vermieter und der Mieter. Ich glaube, über das Thema Mieter hatten wir gerade schon gesprochen und auch Vermieter können davon profitieren. Also auch für Vermieter. Oder wir unterstützen heute schon Bestandshalter, also sprich große städtische Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften etc. dabei, entsprechend ihre Bestände zu analysieren und dann die richtige Entscheidung zu treffen, wie gehe ich mit diesem Bestand um. Und da geht es natürlich um die Frage, wie viel Kilowattstunden Wärme pro Quadratmeter wird da verbraucht, und da gibt es immer diese Grenze, diese magischen 100 kWh pro Quadratmeter. Darunter lohnt sich Wärmepumpe, darüber wird es noch ein bisschen schwierig, zumindest aktuell, und so weiter und so weiter. Also sprich, klares Ja zu Ihrer Frage. Daten helfen auch an der Stelle, um ökonomisch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich würde nochmal das Plädoyer dafür machen, unsere finanziellen Mittel, auch wenn wir ein reiches Land sind, aber auch unsere finanziellen Mittel sind begrenzt. Und schlicht und ergreifend auch unsere handwerklichen Kapazitäten sind begrenzt. Und es wäre aus meiner Sicht total wichtig, wirklich sich immer wieder die Frage zu stellen, wie ist, und so heißt es in unserer Sprache, die Merit Order, also sprich, für einen Euro, wie viel Tonnen CO2 kriege ich dafür? Und dorthin sollte das Geld fließen und daraufhin sollten wir uns fokussieren. Und wir haben jetzt einen großen Kosmos an Lösungsoptionen diskutiert und wir haben gerade auch nochmal über Hybrid gesprochen und so weiter. Ich glaube, wir werden nur die Akzeptanz für die Energiewende, die Wärmewende bekommen, wenn wir das Geld ökonomisch einsetzen. Und dafür ist die Voraussetzung bessere Daten auf allen Ebenen, sei es der Mieter, der Vermieter oder entsprechend auf politischer Ebene. Also mit der Aussage, da laufen Sie bei uns offene Türen ein, denn unser Motto ist ja schließlich, wir wollen dass die maximale Effizienz für die eingesetzten Mittel haben und wir wollen uns nicht mit Symbolpolitik zufrieden geben, sondern wir wollen die Klimaziele erreichen mit den Möglichkeiten, die wir haben, so gut wie möglich. Ja, wir haben in Deutschland aber eine Krankheit, die würde ich Datenangst nennen. Ja, und das ist nicht die einzige Krankheit, wir haben noch mehr. Ja, also Sie hatten es vorhin mit der Stichwort noch zugerufen. Lassen Sie mich das vielleicht die eine Minute noch, wenn ich noch darf, ganz kurz quasi das Beispiel bringen, um nochmal zu zeigen, wie weit diese Krankheit eigentlich schon grassiert. In der Energy Efficiency Directive auf europäischer Ebene, also EED2 in dem Sprech, steht also drin sozusagen, dass alle Mieterinnen und Mieter eine mindestens monatliche Verbrauchsinformation bekommen soll über ihren Wärmeverbrauch. Bei der Umsetzung in deutsches Recht ist das Wort mindestens weggefallen. Da steht also jetzt drin, Sie bekommen eine monatliche Verbrauchsinformation. Gemäß Datenschutzgrundverordnung, Zweckbindung und so weiter, muss ich glaube ich niemandem hier erklären, dürfen wir also damit keine Tageswerte zur Verfügung stellen. Wir dürfen es einfach nicht. Wir mussten also, obwohl wir natürlich unsere Messgeräte täglich messen, Sie müssen ja täglich messen, mussten wir also das alles abschalten. Wir haben also die Tageswerte in allen Ländern, in denen wir arbeiten, stellen wir den Kunden zur Verfügung, kriegen Sie die App von der ISTA, sehen Sie drauf, was Sie verbrauchen, Wasser, Wärme und so weiter jeden Tag. Und in Deutschland ist die Funktion abgeschaltet.
So viel zur Datenangst. Ja, bevor ich noch mal kurz darauf eingehe, ich brauche mal Hilfe von demjenigen, der die Mentimeter hier betreut, denn bei mir tauchen keine Fragen auf. Ich kann mir aber gar nicht vorstellen, dass es keine Fragen gibt. Kann mal jemand gucken danach. Gut, ich gehe mal jetzt auf mich persönlich, was ich gerne hätte. Ich habe mein Duschverhalten deutlich verändert, verkürzt auf Deutsch gesagt. Aber was ich eigentlich gerne hätte, wenn ich ein... Auf hier. Also das ist okay. Nein, ich war mal vorher was luxuriös und jetzt deckt es alle Notwendigkeiten ab. So muss man das vielleicht formulieren, ja. Will damit aber sagen, ich hätte schon gerne gewusst oder die Möglichkeit zu sagen, wenn ich jetzt meine Waschmaschine einmal im Vollprogramm laufen lasse, wenn ich mich 20 Minuten unter die Dusche stelle oder 5 Minuten, was habe ich dann eigentlich verbraucht? Und diese Aussage, ob bei Strom oder bei Wärme oder Warmwasser, die hätte ich in der Tat gerne in kürzeren Schritten. Und das wäre, da meine ich auch für euch etwas. Und Sie sind ja auch Netzbetreiber, Herr Feicht, wie schnell... Ah, danke schön, gut, ja, dann kann ich die gleich nochmal... Sie sind ja auch Netzbetreiber, wie schnell können wir eigentlich das nachholen, was in anderen Ländern schon üblich ist, dass der Verbraucher kurzfristig Verbrauchsdaten bekommt. Das heißt, Steuerungsmöglichkeiten bei Smart Meter oder eben auch bei Wärmezählern oder ähnlichem mehr. Da hinken wir doch ziemlich hinterher, ne? Ja, wobei, das stimmt, kann auch gleich dazu was sagen, aber das, was Sie jetzt angemerkt haben, das ist eigentlich heute machbar. Da gibt es auch Smart-Home-Anwendungen, die das durchaus auch ermöglichen, weil es geht ja da nur um ein Informationsbedürfnis. Das heißt, also es gibt Smart-Home-Anwendungen, da gibt es gewisse Tracker und Sensoren im Gebäude und die können das hochrechnen und dann kann man durchaus diese, vielleicht nicht alles, aber einen Teil dieser Informationen generieren, die einem dann beim Verhalten helfen. Verschiedene Anbieter, die das machen und das geht. Die Smart-Meter-Frage ist eine etwas andere, weil es gibt dann das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende und dann gibt es jetzt nochmal neue Impulse, um den Smart-Meter-Rollout zu machen. Und bei den Smart-Meter, mit dem Smart-Meter-Gateway, da geht es ja darum, Daten zu generieren, die eichrechtskonform sind, auf der man dann eine Rechnung schreiben kann. Und das ist nochmal ein anderer Prozess. Ja, das heißt, das Datum, was da kommt, das muss so sicher sein, dass wenn ich als Versorger da eine Rechnung schreibe, der Kunde nicht sagt, das Datum stimmt ja gar nicht und ich bestreite diese Rechnung. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, wir wissen es alle, wir sind unter großer Bedrohung, was Cybersecurity anbelangt. Und wenn also diese Strukturen, die man dann millionenfach in Deutschland ausrollt, bedeutet ja, dass jeder Zählpunkt sichtbar ist. Also ich sehe, was da passiert und es ist steuerbar. Ich kann also eingreifen in die entsprechenden sagen wir mal Stromanwendungen. Das wird auch kommen müssen, weil wir die E-Mobilität bidirektional laden können künftig. Das heißt Strom rein und Strom raus. Das heißt, wir müssen auch steuern können. Wenn es aber gehackt werden könnte, dann könnte ich im Prinzip große Teile Deutschlands lahmlegen über diesen Weg. Das heißt, Smart Meter Gateway hat sehr viele sicherheitsrelevante Fragen im Hinblick auf Versorgungssicherheit. Und das muss man also schon betrachten. Was richtig ist, was auch richtig ist, man muss es trennen von den Wärmezählern. Die Wärmezähler kann man heute auch digitalisieren. Beim Wasser ist es ein bisschen komplizierter. Auch digitalisiert. Also die zusammenzubringen ist noch ein Thema. Aber wie gesagt, die Frage, was kann ich, also Informationsbedürfnis, um zu wissen, wie lange ich dusche und so weiter, das ist heute mit Smart Home Anwendungen möglich. Okay, also muss ich mich nur schlauer machen, ja. Herr Lessing, ich würde gerne unterbrechen, weil ich jetzt die letzten Minuten nutzen möchte, auf Fragen einzugehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Jedenfalls die, die hier intensiver genannt worden sind. Eine heißt, wie werden mehr Frauen an der Wärmewende beteiligt? Muss mich entschuldigen. Wir haben hier versucht, Frauen in unsere Podien zu bringen. Das war extrem schwierig. Wir haben uns richtig viel angestrengt, hatten auch ein paar Möglichkeiten. Für dieses Panel hier haben wir gar keine gefunden, obwohl es sicher irgendwo welche gibt. Aber wir haben das Thema bei uns auf dem Schirm in der Klimaunion. Und deswegen kann ich nur sagen, mal arbeiten dran. Anderes Thema. Herr Feicht, Sie werden gefragt, ob nicht Batterien als Pufferspeicher auch in den Häusern eine Möglichkeit sind, die Peaks im Stromverbrauch abzumildern. Und da steckt natürlich auch die Frage dahinter, bidirektionales Laden bei Elektrofahrzeugen, nehme ich mal an. Ne?
Ja, also das ist auf jeden Fall möglich und daran wird gearbeitet. Wir als Rheinenergie arbeiten auch intensiv dran, auch mit Technologiepartnern. Und damit gibt es zwei Elemente. Das eine Element sind die Peaks und die entsprechenden Veränderungen über den Tag, also was wir Intraday nennen, oder auch von Tag zu Tag. Und da können dezentrale Speicher, Batteriespeicher eine sehr große Rolle spielen. Ich glaube nicht an die stationären, sondern an die mobilen. Warum? Also die E-Autos. So ein E-Auto hat zwischen künftig 75 bis 100 Kilowattstunden in der Batterie. Und wenn man so etwa 20% davon nominieren könnte, dann könnte man Flexibilitäten vermarkten und diese Flexibilitätsvorteile auch dem Kunden zurückgeben. Die Batterie selber ist aber übers Auto bezahlt. Das heißt, sie muss nicht noch finanziert werden von dem, was man gewissermaßen abpuffert. Während der stationäre Speicher dann 100% Kosten verursacht, die im Energiesystem zurückverdient werden müssen. Und das wird sehr schwer sein, deswegen laufen diese Business Cases nicht. Das ist aber leider keine gute Möglichkeit für die Wärmewende, weil Wärme läuft eben im Winter und dann habe ich eher saisonale Speicherthematiken. Das heißt, je mehr Photovoltaik wir ausbauen in Deutschland, und wir wollen ja laut Osterpaket des BMWK 150 Gigawatt Photovoltaik 2030 haben, das soll in Richtung 200 Gigawatt bis Mitte der 30er Jahre laufen, haben wir extreme Stromüberschüsse im Sommer, brauchen aber wahrscheinlich sehr viel Strom im Winter und da wird für Photovoltaik einfach ein großes Problem sein. Und dann können bislang, bis nach heutiger Kenntnis, nur chemische Speicher sind dann in der Lage, das saisonal zu machen und dann ist es sehr teuer, weil Wasserstoff eben eine Kilowattstunde oder 4 Kilowattstunden Strom, 1 Kilowattstunde Energie im Wasserstoff, also sehr teuer im Wandeln. Und deswegen ist das keine gute Lösung. Das wird eher dann tatsächlich der klassische Warmwasserspeicher sein, über den man gewissermaßen dann die entsprechende Energie dann puffern wird. Ich schieße gleich noch eine Frage hinterher. Die ist hier sehr hoch gewotet worden. Wie kommen wir zu einer schnellen Nutzung der lokalen kommunalen Quelle Abwasserwärme? Steilvorlage ja. Für Ihre Großwärmepumpe. Ja, ne, die Großwärmepumpe, die ist tatsächlich am Fluss. Das wird immer wieder neu justiert werden müssen, weil es eine Frage der Optimierung der Netzentfernung ist. Ich will es am Beispiel Kölns erklären. Wir haben die große Kläranlage rechtsrheinisch in Stammheim. Rund um Stammheim gibt es eine ganz geringe Wärmesenke. Das heißt, dort gibt es einen wunderbaren Wärmestrom aus dem Abwasser. Dort eine Wärmepumpe reinzuhängen, hätte großen Effekt. Die würde sehr effektiv laufen, ne, weil der Rhein hat ein Temperaturband zwischen 20 Grad und 5 Grad. 20 Grad im Sommer, 5 Grad im Winter. Und deswegen sind die Effizienzgrade unterschiedlich über das Jahr. Während wir durchschnittlich so 13 Grad haben aus dem Abwasserstrom, aus der Kläranlage. Mein Problem ist, oder unser Problem ist, wie kriege ich die Wärme, die ich linksrheinisch brauche, über den Rhein und was soll das kosten? Deswegen diskutieren wir aktuell die Frage, bringen wir die Wärme auf die andere Seite, also hänge ich die Wärmepumpe in den Abwasserstrom oder bringe ich das Abwasser auf die andere Seite des Rheins und hänge dort die Wärmepumpe rein. Was will ich damit sagen? In jeder Stadt, in jeder Region werden diese Abwägungen immer jetzt neu getroffen. Das heißt, Wärmequelle, Verlässlichkeit, Temperaturniveau, dann die Technologie, um diese Wärme zu verdichten und die Infrastruktur, um sie zur Wärmesenke zu bringen. Und das Ganze ist dann die Optimierung und die muss kosteneffizient laufen. Wir würden jede Wärmequelle, die wir bekommen können, die relativ hohes Temperaturniveau hat und relativ verlässlich ist, immer nutzen. Gilt übrigens auch für das Rauchgas, für den Rauchgasstrom in der Müllverbrennungsanlage. Da ist auch noch erheblich, ungefähr 35 Grad, 38 Grad drin, also relativ hohen Wärmepotenzial. Wir in Kölner Süden, da hängen wir demnächst eine 8 Megawatt Großwärmepumpe, die wir sogar selber bauen, in einen Brunnen rein, in den Schluckbrunnen rein. Und im Kölner Süden, in Rondorf, machen wir ein kaltes Nahwärmenetz, wo wir Trinkwasserbrunnen nutzen. Hab auch etwa 13 Grad. Dort ist Neubaugebiet, Wärmepumpe, tiefes Temperaturniveau und kalte Nahwärme und binden dann ein Neubaugebiet ein. Also an jeder Stelle wird das gesucht. Und dann zum Teil auch umgesetzt. Herzlichen Dank. Wir sind zeitlich am Ende. Wir konnten auch nicht auf alle Fragen eingehen. Ich habe auch noch sehr viele andere Fragen und ich verzichte auch auf eine Schlussrunde.
Reicher Netzke hätte jetzt gesagt, der Vorhang fällt und alle Fragen offen. Ganz so schlimm ist es nicht. Ich glaube, wir haben zwar hier gesehen, was für Probleme wir zu lösen vor der Brust haben, aber wir haben auch gesehen, dass es Ansätze gibt und Möglichkeiten gibt, auf jeder Ebene mit vielen Beteiligten, und es gibt natürlich noch viel mehr als die, die hier sitzen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und deswegen würde ich gerne sagen, wir gehen hier aus diesem Podium raus mit dem Bewusstsein, dass wir uns anstrengen müssen, aber mit der Hoffnung, dass wir Lösungen finden. Und das ist ja das Ziel unserer Arbeit, daran arbeiten wir. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es gibt jetzt, glaube ich, noch ein kleines Abschiedsgeschenk. Bitte um Entschuldigung, meinen Holstein, den ich vorhin bei der Begrüßung vergessen habe. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und gute Heimfahrt. Dankeschön fürs Kommen.